Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video zur Wiederaufbauhilfe NRW 2021 für Privatpersonen und Unternehmen der Wohnungswirtschaft. Wir schauen uns gemeinsam an, welche Leistungen in Anspruch genommen werden können, welche Unterlagen und Informationen dazu nötig sind, wie das Antragsverfahren und das Verwaltungsverfahren so läuft, welche Besonderheiten es zu beachten gibt und wo ihr weitergehende Infos bekommen könnt. Privatpersonen und Unternehmen der Wohnungswirtschaft können Leistungen aus der Förderrichtlinie in Anspruch nehmen. Dabei gilt, Schäden werden in der Regel erst ab einem Betrag von 5.000 Euro berücksichtigt. Aber in der Regel, da liegt der Hund begraben. Man kann also auch einen Antrag stellen, wenn der Schaden sich auf einen geringeren Betrag beläuft. Dann muss die Bewilligungsbehörde nach sachlichen Ermessensgründen entscheiden, ob trotzdem eine Förderung gewährt werden kann oder nicht. Es werden 80% der entstandenen Kosten gefördert, außer im Bereich der Denkmalpflege. Da können 100% der Kosten gefördert werden. Die Förderung wird gewährt zur Beseitigung von Schäden an Gebäuden, Garagen, Stellplätzen und Hausrat. Außerdem können die Einkommenseinbußen aus Vermietung geltend gemacht werden. Zur Berechnung der Einkommenseinbußen gilt, es können dafür 6 Monate nach dem Schadenereignis maximal abgerechnet werden. Alle Kosten für vorherige Maßnahmen, also zur Schadenabwehr, die können ebenso geltend gemacht werden wie Schäden, die durch Einsatzkräfte, Einsatzfahrzeuge oder auch von privaten Helfern verursacht worden sind. Welche Unterlagen und Informationen müsst ihr denn beibringen? Schäden sind grundsätzlich durch Gutachten zu belegen, zum Beispiel von der Versicherung oder sonstigen Sachverständigen. Das gilt nicht für Schäden unter 50.000 Euro. Die müssen dann nicht durch ein Gutachten, sondern durch zum Beispiel Kostenvoranschläge oder Rechnungen belegt werden. Die Berechnung eurer Einkommenseinbußen aus der Vermietung, die müssen immer begutachtet und dadurch bestätigt werden. Das können zum Beispiel eure Steuerberatungsbüros vornehmen oder Buchprüfungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Wie funktioniert das mit der Antragstellung und mit dem Verfahren denn? Die Anträge können gestellt werden bis zum 30. Juni 2023. Und zwar über ein Online-Portal. Den Link haben wir euch natürlich auch in die Videobeschreibung eingestellt. Die Bewilligungsbehörde, also die Behörde, die das Verfahren abwickelt, ist die jeweils zuständige Bezirksregierung und die auszahlende Stelle, von der dann das Geld kommt, das ist die NRW-Bank. Die Auszahlungen erfolgen hier in 3 Teilen. Der erste Teil, über 40% der Summe, wird fällig bei Bewilligung, also wenn euch der Bewilligungsbescheid vorliegt. Weitere 30% können nach einer Zwischenabrechnung gezahlt werden. Das heißt, ihr stellt dann die Belege online, die ihr gerne zwischenabgerechnet hättet. Dann werden weitere 30% zur Verfügung gestellt. Die letzten 30% werden gezahlt nach Abschluss des Prüfungsverfahrens durch die Bewilligungsbehörde, also nachdem euer sogenannter Verwendungsnachweis überprüft wurde. Ja, was ist so ein Verwendungsnachweis? Wie der Name schon sagt, man muss nachweisen, wie man die Mittel verwendet hat. Und das tut man durch 2 Dokumente. Das eine ist der sogenannte Sachbericht, in dem ihr in einem schriftlichen Bericht zusammenstellt, welche Schäden entstanden sind, welche Maßnahmen ergriffen worden sind und wie die Maßnahmen abgeschlossen wurden. Der zweite Teil, das ist die abschließende Belegliste, also eine tabellarische Zusammenstellung mit den Belegen, die dann nachher euren förderfähigen Betrag bilden. Besonderheiten im Verfahren gibt es für den Hausrat von Privathaushalten. Dabei gilt, dass eine Pauschale gewährt wird für eine angemessene Haushalts- und Lebensführung in dem notwendigen Umfang. Für einen Einpersonenhaushalt gilt dabei, dass ein pauschaler Betrag von 13.000 Euro gewährt wird.
In Mehrpersonenhaushalten, zum Beispiel eine Familie, da gilt für die erste Person 13.000 Euro, für die zweite Person weitere 8.500 Euro und für jede weitere im Haushalt gemeldete Person ein Betrag von jeweils 3.500 Euro. Bei Wohngemeinschaften gilt, für jede dort gemeldete Person kann ein pauschaler Betrag von 3.500 Euro angesetzt werden. Auch diese Pauschalbeträge müsst ihr natürlich belegen. Das heißt, ihr müsst auch hier diesen Verwendungsnachweis erstellen. Ja, wenn ihr noch weitere Infos braucht, schaut in die Videobeschreibung. Da haben wir die Links zum Online-Portal, zu den Fachinformationen Wiederaufbau NRW. Und den Link zur Förderrichtlinie selbst haben wir euch natürlich auch eingepackt. Und da sind besonders wichtig die Nummern 1, 2 und 4 der Richtlinie. Und wenn ihr jetzt noch was Interessantes habt, dann stellt es uns doch in die Kommentare ein. Das könnten Sachen sein wie Fragen von eurer Seite. Oder ihr habt im Internet noch was Interessantes gefunden, was anderen helfen könnte. Oder ihr habt Videos gesehen, die ihr für hilfreich haltet. Ja, teilt's mit uns und mit den anderen, damit wir möglichst vielen helfen können. Für alles, was vor euch liegt, toi toi toi, alles Gute und bis bald.